Habt ihr denn schon mal von einem Nasenkarussell gehört? Noch nicht? Dann wird's Zeit, denn heute Abend geht es um ein Nasenkarussell. Was das ist, das hört ihr jetzt in der neuen Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 983. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 5. Mai. Bevor die kommt, kommt aber wie immer das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt nochmal jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Freitagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 983. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 5. Mai. Lukas und das Nasenkarussell. Lukas ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Freitag, es kann sogar der heutige Tag sein. Lukas liebt es, Freizeitparks zu besuchen und Fahrgeschäfte zu fahren. Heute beginnt bei Lukas in der Stadt das Frühlingsfest. Da gibt es auch jede Menge Fahrgeschäfte. Und in diesem Jahr ist ein neues Fahrgeschäft da. Das hat er noch nie vorher gesehen, er hat auch noch nie davon gehört. Es ist ein Nasenkarussell. Da ist Lukas ganz schön aufgeregt, als er beim Frühlingsfest das Nasenkarussell entdeckt. Es ist ein kleines Karussell mit vielen bunten Nasen. Und die hüpfen auf und ab. Jetzt weiß er, okay, da möchte ich unbedingt rein. Also setzt er sich, als das Karussell das nächste Mal hält, in eine Nase. Und da merkt er, nein, ein gewöhnliches Karussell ist das auf jeden Fall nicht. Die Nasen fangen an zu leuchten und plötzlich dreht sich das Karussell in eine ganz andere Richtung. Lukas fühlt sich wie in einem Traum, als er durch die Lüfte fliegt und er sieht fantastische Landschaften. Er fliegt über hohe Berge, über dunkle Wälder und sogar durch eine Sternschnuppe hindurch. Und jedes Mal, wenn er unten etwas Neues entdeckt oder oben, dann wechselt sich die Farbe seiner Nase. Mal ist sie rot wie eine Erdbeere, mal blau wie der Himmel und mal grün wie eine Wiese. Die Fahrt dauert ganz schön lange. Lukas hat sowieso schon jegliches Zeitgefühl verloren. Er fühlt sich wie ein Vogel, der frei durch die Lüfte fliegt. Doch irgendwann kommt das Karussell wieder zum Stillstand. Aber es steht ganz woanders. Es ist ein Bereich, den er auf dem Frühlingsfest noch nie gesehen hat. Doch bevor er sich näher umsehen kann, hört er eine vertraute Stimme rufen. »Lukas, wo steckst du denn? Lukas!« Es ist seine Mama, die ihn sucht. Lukas ist sogar ein bisschen erleichtert. Er springt aus der Nasenkarussellnase heraus. Und als er sich umdreht, ist das Karussell verschwunden. Es ist, als hätte es sich in nichts aufgelöst oder in Luft. Lukas umarmt erstmal seine Mama. Er ist ganz schön froh, dass er sie jetzt gefunden hat. Es ist schon gut, eine Mama zu haben, denkt sich Lukas, vor allem wenn so seltsame Dinge passieren wie im Nasenkarussell. Davon erzählt der Mama gleich, von dieser abenteuerlichen Reise. Die Mama von Lukas lächelt nur und sie sagt ihm, dass sie froh ist, dass sie ihn wiedergefunden hat. Gemeinsam gehen sie nun noch über den Platz und Lukas entdeckt viele neue Fahrgeschäfte und noch mehr Attraktionen. Doch das Nasenkarussell, das wird immer etwas ganz Besonderes bleiben und er freut sich schon, wenn er es einmal wiederfindet.
Lukas, der weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, ab ins Bett.net.